So, Positionsbestimmung mobiler Fahrcomputer. Also es geht um die Frage, wie wohl das Google-Auto bzw. das autonome Fahren in Zukunft realisiert werden könnte. Und es geht so prinzipiell um die Frage halt eben, wie man so etwas anpacken kann. Wir machen das aber nicht mit einem Auto, sondern wir machen das hier mit einem Roboter. Aber im Grunde genommen sind die Strategien sehr, sehr ähnlich. Wir schauen uns erstmal an, was es im Bereich Robotertechnik so gibt bzw. gab. Es gibt aktuell die festen Arbeitsplätze, an denen Roboter in einer ganz klar und eindeutig definierten Umgebung arbeiten können. Der Kollege hier ist da schon etwas innovativer, der arbeitet ja schon kollaborativ mit seinem menschlichen Pendant zusammen. Dann ging es weiter mit uns geht es um Mobilität und die nächste Generation Roboter mit Blick auf Mobilität, die nächste Weiterentwicklungsstufe, das sind Fahrcomputer, die sich an künstlichen Merkmalen orientieren. Fahrbahnmarkierungen beziehungsweise im unteren Bild eben in der Fabrik eben Schienensysteme, also schienengeführte Computer, die also ihre Mobilität eben an ganz feste künstliche Merkmale gebunden haben. Wenn diese Merkmale beziehungsweise die Umgebung sich verändert, können diese mobilen Fahrcomputer ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. Eine gänzlich andere Philosophie sehen wir hier, das Google Auto. Und ja, es ist gemeinhin eben so, dass man denkt, man könne mit dem Google Auto von A nach B fahren, indem man ihm am Punkt A sagt, hey, ich möchte nach B und er dann autonom dahin fährt. Das ist aber nicht so. Er braucht für diese Fahrt eine Detailkarte. Und das Generieren dieser Detailkarte, das ist der Grund dafür, warum das Google Auto mit seinem sogenannten LiDAR-Scanner, das ist dieses Gerät auf dem Dach des Fahrzeugs, das ist ein Scanner, der in mehreren Achsen ein dreidimensionales, exaktes Umgebungsbild erzeugt. Und dieses Umgebungsbild dient dann nachher dazu, dass dieses Fahrzeug autonom navigieren kann. Was bedeutet überhaupt autonom navigieren? Wir sehen das hier in diesem kleinen Einspieler. Das ist jetzt eine Automatisierung und ihr seht, dass hier die Kfz-Technik mit der Automatisierungstechnik eng verschränkt ist. Dieser Roboter, der hier eine Saugrohrbrücke montiert, und da irgendwelche Buchsen einbringt. Der navigiert jetzt also mittels eines Lasers in dieser Umgebung und ihr seht, der fährt von Werkzeugmaschine zu Werkzeugmaschine, um hier eben bestimmte Arbeitsschritte auszuführen. Und der navigiert da komplett autonom, der navigiert 24 Stunden, wenn er genügend Akkuleistung hat. Der ist natürlich präzise und schnell und wird seine Aufgaben hier erledigen und das Mobilitätskonzept, was dahinter steht, ist zumindest in Ansätzen vergleichbar mit dem Mobilitätskonzept, das wir im Fahrzeugbereich auch kennen, also sprich hier bei unserem vorgestellten Google-Auto. So, ich möchte mich beschäftigen mit der für diese Mobilität notwendigen Sensorik und den Messprinzipien, aber auch mit den Problemlagen, die die jeweiligen Sensoren eben haben. Interessant für uns als Kfzler ist, dass diese Sensorik uns wohl bekannt ist. Das sind nämlich ein Hallgeber, ein Hallgeber, den kennen wir von den Raddrehzahlsensoren, den kennen wir aber auch vom Nockenwellenpositionsgeber, den kennen wir von allen Drehwinkeln, die wir im Fahrzeug ermitteln. Dann das Gyroskop, das kennen wir auch. Den Gierratensensor nennen wir den auch. Das geht dabei um die Drehgeschwindigkeit um die Hochachse. Und wir beschäftigen uns noch mit dem Messprinzip von Laserscannern. Hier aber nicht so ein komplexer dreidimensionaler Laserscanner, sondern in diesem Vortrag geht es um eine abgespeckte Variante, einen 2D-Laserscanner. Im zweiten Teil des Vortrags zeige ich euch dann, wie man mit einer Software die Daten, die wir über diese drei Sensoren ermittelt haben, das ist einfach nur ein Datenfusionieren, um eine hochpräzise Karte zu erzeugen. Gut, bei dieser Datenfusion wird man zunächst mal sehen, wie man eben die Umgebungsdaten überhaupt sammelt.
Das ist so ähnlich, wie das Google Auto das auch macht. Dann wird man sehen, wie die Detailkarte erzeugt und editiert wird. Gut, zum Schluss gibt es dann noch ein paar Experimente, ein paar Fahrversuche mit dem Roboter, der hier praktisch als Medium dient, um diesen Vortrag zu illustrieren. So, schauen wir uns erstmal unsere Plattform an. Ich mache das nämlich exemplarisch an so einem Fahrroboter. Das ist eine Plattform der Firma Adept, diese Adept-Plattform aufgebaut ist. Also diese Plattform hat erstmal 4 Räder und sieht da aus wie ein Einkaufswagen. Diese Räder sind schwenkbar. Das ist praktisch so ein Einkaufswagenrad. Und dann sind die Maschinen angetrieben über 2 Elektromotoren und 2 Räder. Wenn jetzt, das nennt man übrigens Differentialantrieb, diese Maschine, dieser Roboter ist eben sehr, sehr mobil, der kann sich praktisch auf der Stelle drehen. Und wenn jetzt dieser Roboter den Weg Delta L zurückgelegt hat, dann können wir diesen Weg, dieses Delta L auch mathematisch beschreiben. Das ist nicht schwierig, es geht nämlich darum, einfach nur den Umfang des Rades mit der Raddrehzahl zu multiplizieren. Das sieht in Formeln gegossen dann so aus, dass wir für das rechte Rad den Durchmesser des rechten Rades nehmen, mal Pi, das ist der Umfang, mal die Drehfrequenz, also die Anzahl der Umdrehungen, die dieses Rad zurückgelegt hat. Und ich denke, es ist plausibel, wenn wir davon ausgehen, dass dr gleich dl ist, dann gilt, wenn ich Delta nl, also die Drehfrequenz des linken Rades, gleich der Drehfrequenz des rechten Rades habe, dann ist unsere Maschine, unser Roboter oder unser Auto geradeaus gefahren. Wenn wir nun eine Kurve fahren, dann ist in dem Fall Delta nl größer als Delta nr. Das bedeutet, dass wir mit dem linken Rad einen größeren Radius fahren als mit dem rechten Rad in dem Fall und wir machen eine Kurve. Gut, man könnte jetzt denken, das sind im Grunde genommen auch die Odometriedaten. Das sind nämlich die Daten, die wir nutzen können, um die Position der Maschine zu bestimmen. Theoretisch könnte man ein mathematisches Modell basteln und wüsste dann zu jeder Zeit, wo diese Maschine steht. Gut, wir gucken uns mal an, wir müssen ja jetzt dafür das Delta nr und das Delta nl möglichst genau bestimmen. Das machen wir mit unserem Heulgeber. Das ist jetzt das Messprinzip des Heulgebers. Wir sehen, der Heulgeber ist an eine Versorgungsspannung angeschlossen. Das wissen wir auch so in Werkstattinformationssystemen bzw. aus der täglichen Arbeit in der Werkstatt. Diese Spannung, die wir da anlegen, die hat einen Stromfluss IV zur Folge. Und dieser Stromfluss IV, der bedeutet letztlich, dass sich Ladungen Q mit der Driftgeschwindigkeit V durch diesen Halbleiter bewegen. Des Weiteren wirkt auf diesen Halbleiter das Magnetfeld, das wir hier mit B bezeichnen. Gut, wir wissen, dass wenn ein Magnetfeld auf eine Ladung wirkt, dann wirkt hier eine Kraft, das ist die sogenannte Lorentzkraft. Und die Lorentzkraft, den Betrag der Lorentzkraft, kann man ausrechnen über F gleich Q mal V mal B mal Sinus Alpha. Das ist der Winkel, mit dem das Magnetfeld auf die Ladungen einwirkt. In unserem Fall ist das 90 Grad und der Sinus von 90 Grad ist 1, deswegen taucht dieser Winkel hier nicht auf. Diese Formel soll andeuten, diese Schreibweise der Formel, dass wir es bei den physikalischen Größen mit Größen zu tun haben, die nicht nur einen Betrag haben, also beispielsweise 100 Newton oder sonst etwas, sondern auch eine Richtung haben. Die Lorentzkraft zum Beispiel wirkt ja hier anscheinend nach oben. Das heißt, die Elektronen werden hier offensichtlich nach oben gedrückt. Die Driftgeschwindigkeit der Elektronen ist von rechts nach links. Das ist wichtig, das ist nämlich die physikalische Stromrichtung. Die technische Stromrichtung ist ja von links nach rechts. Und das Magnetfeld B geht jetzt in die Tafelebene oder in die Blattebene hinein. Nun, man kann die Lorentzkraft sehr einfach mit der linken Handregel, wenn wir
die linke Handregel anwenden, dann gehen wir davon aus, dass die Elektronen sich in physikalischer Richtung bewegen, das heißt also von rechts nach links. Dann gibt der Daumen die Richtung der Elektronen an, der Zeigefinger gibt die Richtung des Magnetfeldes an und wenn ihr das mal macht und spreizt den Mittelfinger dann ab, dann gibt der Mittelfinger die Richtung der Lorentzkraft an und das ist tatsächlich in diesem Fall hier nach oben, das heißt also die Elektronen werden nach oben abgelenkt, es entsteht oben ein Elektronenüberschuss, unten ein Elektronenmangel und wenn wir oben einen Elektronenüberschuss und unten einen Mangel haben, dann haben wir eine Spannung UH und das genau ist unsere Hallspannung. Ihr könnt das auch mal anders ausprobieren, ihr könnt die technische Stromrichtung nehmen, dann gilt die rechte Handregel, dann gibt der Daumen die Richtung der Elektronen an, tatsächlich, oder die Richtung des Stromes, muss man korrekterweise sagen, des technischen Stromes hier. Der Zeigefinger wiederum das Magnetfeld und auch dann ist mit der rechten Handregel die Lorentzkraft nach oben gerichtet und die Elektronen werden nach oben ausgelenkt. Gut, dann haben wir hier das Bild des Sensors und dieser Sensor hat im Grunde genommen zwei Hallzellen und wir sehen hier den Multipolring, den ihr möglicherweise schon kennt aus der Technik in der Werkstatt, dieser Multipolring mit seinen Nord- und Südpolen und wir schauen uns jetzt mal an, warum das Prinzip hier funktioniert. Ihr seht hier unten den Sensor 1, das ist die Hallzelle 1 oder vielmehr die Zelle 1, muss ich genauer sagen, denn das Ganze ist ja der Sensor. Hier oben haben wir die Zelle 2. Und wir haben hier in Schritten 1, 2, 3, 4 jetzt gleich die Möglichkeit zu sehen, wie eine Rotation im Uhrzeigersinn erfolgt. Die erste Ziffer steht immer für den ersten Sensor, die zweite Ziffer für den zweiten Sensor. Das heißt, wir gucken uns jetzt an, was macht diese Auswertelektronik aus den Spannungen, die hier erzeugt wird. Schauen wir uns das mal an. Wir bewegen uns im Uhrzeigersinn. Dann wird die Messzelle 1, wir stehen jetzt erstmal hier, beide stehen jetzt da in dem Nordpol und das heißt, wir haben die Information 0,0. Wenn wir uns jetzt um einen Schritt, die Drehrichtung ist jetzt im Uhrzeigersinn, also in diese Richtung, dann wird dieser Sensor zuerst diese Magnetfeldänderung erfolgen sehen. Das heißt also, B dreht sich und wenn sich B dreht, dreht sich auch F und damit messe ich an der Zelle 1 eine andere Hallspannung und die wird umgesetzt in dieser Elektronik zu einem High-Signal. Das ist jetzt genau das Signal. Der zweite Sensor bleibt weiterhin auf Low. So, und jetzt im dritten Fall bekommen beide diese Magnetfeldänderung mit. Also in beiden Fällen dreht sich das B, entsprechend auch die Lorentzkraft. Und im vierten Fall ist wieder der eine Sensor ausgetreten und die eine Zelle und die andere nicht. Insofern ändert sich das dann auf 0,1. Das gleiche funktioniert auch so im Gegenuhrzeigersinn. Das heißt also, wir können mit diesem Sensor, mit den zwei Zellen, dann ganz einfach vorwärts und rückwärts unterscheiden. Das ist ja sehr interessant für unseren Roboter, aber auch für unser Auto, dass wir im Grunde genommen wissen, wann wir vorwärts und wann wir rückwärts fahren. Gut, das sind jetzt die Sensoren hier mit den Abbildungen aus unseren Europa-Unterlagen und ein Original. Und diese Sensoren sind klein, wie man hier sieht. Und das System an sich hat aber mit Blick auf die Messung der Entfernungen und auf die Positionsbestimmung des Systems einige gravierende Nachteile, die ihr auch kennt. Erster schwierige Punkt ist der Schlupf. Wir können uns vorstellen, dass das Rad mit einer hohen Drehzahl dreht. Das heißt, unsere Formel, unsere Mathematik würde uns sagen, hey, wir haben einen bestimmten Raddurchmesser multipliziert mit der Raddrehzahl, wir müssten uns eigentlich bewegen. In Wirklichkeit stehen wir aber irgendwo auf einer glatten Oberfläche und haben meinetwegen 100% Schlupf im Extremfall. Das heißt, wir bewegen uns überhaupt nicht. Das heißt, also der Schlupf verhindert, dass wir wissen, wo wir genau stehen. Das zweite Problem ist, dass unsere Räder möglicherweise unterschiedliche Durchmesser haben. Sobald wir hier Toleranzen haben, die ja möglicherweise schon fertigungsbedingt sein können,
dann funktioniert unsere Formel über den Mechanismus d mal Pi, wäre dann der Umfang, auch nicht mehr. Das heißt, wir machen eine Kurve, obwohl wir keine Kurve machen wollen, möglicherweise. Und es gibt noch ein drittes Problem. Ihr müsstet mit eurem, oder wir müssten mit unseren, mit unserem Decoder hier inkremental klein werden, damit wir halt eben, wenn der Roboter auf ganz engem Wege navigiert, damit er und rangiert, damit er im Grunde genommen auch wirklich jede kleinste Bewegung mitbekommt. In Summe sind das zu viele Fehler. Wir können über diese Odometriedaten, also über die Entfernungsdaten, die wir über die Räder erzeugen können, die Position der Maschine nicht genau bestimmen. Wir brauchen weitere Sensoren. Ein weiterer Sensor, den wir nutzen können, ist hier in diesem Einspieler von der Firma Bosch zu sehen. Das sind nämlich mikroelektronisch-mechanische Systeme bzw. ein Gyroskop. Und die Aufgabe ist es, die Messung um die Hochachse bzw. um Achsen allgemein zu bestimmen. So ein Gyroskop ist in jedem Handy verbaut, im Consumer-Bereich, also im Handybereich sogar. In drei Achsen wird hier gemessen, in den drei Rotationsachsen, also Hochachse ist die, die wir hier im Fahrzeug in der Regel verbaut haben. Aber wir kennen ja noch die Wankachse und wir kennen auch noch die Nickachse, also diese Querachse. Insofern könnte man auch die Rotation in drei Achsen messen. Schauen wir uns jetzt das Messprinzip mal an. Das ist ein wenig sportlich mit Blick auf die Physik. Es geht nämlich darum, dass wir uns hier die Corioliskraft zunutze machen. Die Corioliskraft ist eine Kraft, die in einem rotierenden System auf ein Objekt, auf eine Masse wirkt, die sich mit der Geschwindigkeit v von A nach B bewegt. Vielleicht könnt ihr euch entsinnen, einmal auf einem Taumler, auf einem Jahrmarkt gewesen zu sein. Ein Taumler ist ein Gerät, das sich dreht und wir betrachten jetzt mal nur die Drehbewegung des Taumlers. Und wenn ihr hier den Platz wechselt mit eurem Gegenüber, dann wirkt auf euch die Scheinkraft, die Corioliskraft, diese Kraft, die sorgt dafür, dass ihr euch praktisch kaum auf den Beinen halten könnt und eine merkliche Schwierigkeiten dabei habt, den Platz mit eurem Gegenüber zu tauschen. Diese Corioliskraft, die wirkt halt, jetzt gleich wie man in dem Film sieht, auf einen Schwingungsrahmen und dann wird eine kapazitive Struktur aktiv, eine Kondensatorstruktur, die halt eben dafür sorgt, dass wir die Winkelgeschwindigkeit detektieren. Man kann das hier sehen, das hier ist der Drehratensensor und wir fahren jetzt geradeaus. Und ihr seht hier die Rahmen, das sind unsere Objekte, die mit der Geschwindigkeit v schwingen, die sind angeregt über eine Wechselspannung. Und jetzt fahren wir in die Kurve und dann wirkt die Corioliskraft, diese Siliziumfedern werden ausgelenkt und die kapazitiven Strukturen versorgen dann unsere Elektronik mit einer Detektionsspannung, die ein Maß dafür ist, wie stark unser Fahrzeug welche Winkelgeschwindigkeit jetzt hier wirkt. So, das Ganze hat auch Problemlagen. Die werden diskutiert unter den Begriffen thermisches Rauschen, auch braunsches Rauschen oder weißes Rauschen. Und dieses Rauschen bestimmt das Auflösungslimit des Sensors. Auch das können wir uns in diesem schönen Film der Firma Bosch einmal anschauen. Unsere kapazitive Struktur funktioniert auf atomarer Ebene und das heißt, dass wir im Grunde genommen natürlich ein Auflösungslimit praktisch schon im Sensor selber verbaut haben, dieses thermische Rauschen eben, das dafür sorgt, dass im Grunde genommen, selbst wenn das Handy auf dem Tisch liegt, schon ein Fehler registriert wird. Wir sehen hier den Winkelfehler. Die Trift also des Gyroskops ohne Bewegung sorgt dafür, dass wir schon immer einen Winkel messen oder angezeigt bekommen, obwohl unser Gyroskop eigentlich gar nicht bewegt wird. Mit Blick auf die gemessene Winkelgeschwindigkeit des Sensors haben wir noch ein weiteres Problem. Wir erzeugen also praktisch durchgehend kleine Fehler. Und diese Fehler, die werden praktisch, wenn ich die Winkelgeschwindigkeit umrechne in den Winkel, das ist die mathematische Operation der Integration, dann werden diese Winkelfehler
aufsummiert über die Integration von dV nach dt, also der Winkeländerung. Und das sehen wir hier in diesem Schaubild. Im Ergebnis, wenn ihr euch einmal anschaut, die Datenblätter von solchen Gyroskopen, dann werdet ihr feststellen, 70 Grad pro Stunde, das ist durchaus ein normaler Wert. Das ist schon ein ordentlicher Fehler, aber das ist ein fast normaler Wert. Übrigens, ein solcher Sensor, der liegt so im Bereich 5, 6 Euro. Das heißt, das ist ein absolutes Massenprodukt. Das könnt ihr im Internet überall nachlesen. Da gibt es eine ganze Reihe an Datenblättern. Gut, also im Ergebnis auch dieser Sensor unvollkommen. Er liefert uns keine genauen Daten, die wir möglicherweise mit den Odometriedaten verknüpfen könnten, um eben genaue, exakte Positionen des Roboters zu erhalten. Wir brauchen eine Detailkarte und dafür brauchen wir einen Laserscanner. Der Laserscanner, der ist euch sicher auch schon bekannt. Das hat heute jeder gute Handwerker in seinem Werkzeugkasten. Damit kann man Entfernungen messen. Das ist sehr einfach. Man macht das über die Laufzeitmessung. Das funktioniert so, dass man aus dem Sensor einen Laserstrahl aussendet und diesen Laserstrahl wieder auffängt. Dann schaut mal, wie lange hat das gedauert, dieses Senden und Empfangen. Und dann rechnet man einfach über die Lichtgeschwindigkeit aus, wie groß die Entfernung sein muss. Ihr wisst, die Geschwindigkeit ist gleich Weg geteilt durch Zeit. Also ist der Weg die Geschwindigkeit mal die Zeit. In unserem Fall ist die Geschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit, CL. Delta T haben wir gemessen und wir müssen die Formel noch ergänzen durch den Faktor 1/2, weil wir ja Hin- und Rückweg praktisch in unserem Delta T verarbeitet haben. Gut, unser Problem ist hier, dass wir mit unserem Roboter nicht, mit unserem Sensor nicht irgendwo stehen und eine feste Entfernung messen, sondern wir sammeln Daten und bewegen uns. Das heißt, wir müssten eigentlich eine exakte Karte haben, um zu wissen, wo unser Roboter steht. Erst dann würden wir verlässliche Informationen zu Entfernungen bekommen. Das ist ein wenig das Henne-Ei-Prinzip. Und deswegen sind auch diese Daten fehlerbehaftet. Gut, was muss jetzt passieren? Wir haben jetzt im Grunde genommen die drei wesentlichen Sensorprinzipien kennengelernt und auch die Probleme, die mit diesen Sensoren verbunden sind. Und wir können uns jetzt einmal anschauen, wie wir diese Sensorsignale aufnehmen und anschließend in einer Software eben zu einer Karte fügen. Das sehen wir uns an, indem wir uns mal angucken, wie diese ADAPT-Plattform funktioniert. Dazu, um das jetzt gleich nachzuvollziehen, kurz dieser Chart. Ihr seht hier in blau dargestellt, das sieht jetzt jeweils der Laser unseres Roboters, der hier ja in rot dargestellt ist. Und wenn ihr hier mal schaut, da gibt es noch einen dunkelblauen Bereich. Das ist aber nichts, was der Laser sieht, das ist die Vergangenheit. Das heißt also, die verblassen dann. Der Roboter hat einen Arbeitsbereich von 250 Grad. Das heißt also, im Bereich von 250 Grad, im Arbeitsbereich von 250 Grad nimmt er seine Umgebung wahr. Und das heißt, er guckt nicht nach hinten. Er fährt hier gerade in den Flur hinein, also in diese Richtung hier. Und die Vergangenheit, die sieht man eben praktisch hinter ihm. So, wir sehen jetzt hier den Roboter. Wir stehen in einem Türrahmen aktuell und wir wollen jetzt im Grunde genommen einfach nur Daten aufnehmen. Das heißt, man muss sich das eigentlich so vorstellen, wir fahren einen Meter mit dem Roboter, werten unser Gyroskop aus, wir werten unsere Odometriedaten aus und wir dokumentieren unsere Laseraufnahme und das wird einfach abgespeichert auf der Maschine. Ihr seht hier, wir sind aus dem Türrahmen herausgefahren und jetzt gehen wir einfach mit dem Roboter spazieren und sammeln einfach Daten. Das ist das, was das Google Auto jetzt auch aktuell macht, wenn es eben seine, wie man in der Presse nachlesen kann, 2 Millionen Kilometer fährt. Jetzt dreht die Maschine und ihr könnt jetzt schon die Drift, die hier entsteht. Da konntet ihr übrigens sehen, wie jemand im Weg war. Und hier seht ihr sehr schön die Drift. Das heißt also, im Grunde genommen, hier ist die Drift sehr, sehr schön zu sehen. Ja? Wir fahren wieder in diesen Flur rein und dann könnt ihr wieder sehen, wenn ich drehe, das ist jetzt eine Person hier, die hier praktisch mit erfasst wird. Möglicherweise
bin ich das auch. Und jetzt gehen wir hier weiter. Und ihr seht, die Drift wird immer deutlicher ist die Drift zu sehen. Und jetzt fahren wir wieder zurück an unsere Ausgangsposition. So, wir haben jetzt nichts anderes gemacht als Daten gesammelt. Und zwar haben wir die Daten unserer Räder gesammelt, wir haben die Daten zur Raumstruktur aus den Entfernungsmessungen gesammelt und wir haben die Daten zur Rotation um die Hochachse gesammelt. Gut, was wir jetzt machen ist, wir nehmen diese Daten von der Maschine, das heißt, unsere Maschine ist einfach angeschlossen über WLAN und dann wird unsere Software die Daten zu einer Karte fusionieren. Das passiert weitestgehend automatisch. Ihr seht das jetzt hier, er zeichnet jetzt die Karte nach. Und ihr seht hier, ihr könnt schon erahnen, aufgrund der Drift bilden sich hier so Doppelstrukturen aus. Das heißt, die Wand ist praktisch als Doppelstruktur erkennbar, weil er auf dem Hin- und Rückweg leicht unterschiedliche Entfernungsmessungen durchgeführt hat. Wir fahren wieder zurück in unseren Laborraum und da sieht man besonders deutlich, wie viele Doppelstrukturen wir haben. Die Software wird jetzt diese Kartenstruktur automatisch optimieren. Es dauert einen kleinen Moment und dann seht ihr, dass die Karte eben über die Software optimiert wird. Das reicht aber noch nicht, wir müssen noch manuell weiter optimieren, sonst würde unser Roboter beispielsweise irgendwo in den Flur fahren, würde Treppen nicht erkennen, beziehungsweise in irgendwelche Gebiete fahren, wo beispielsweise Stühle stehen. Wir können ihm also jetzt Linien definieren, die er nicht überschreiten darf. Als letztes definieren wir noch Ziele, beispielsweise in einer Montagehalle, in der Automatisierungstechnik, an denen der Roboter bestimmte Aufgaben erledigen soll. So, schließlich laden wir die fertige Karte, also die Karte, die wir auch eben angepasst haben, auf den Roboter. Und ab sofort ist unser Roboter dazu in der Lage, vollkommen autonom zu navigieren. Das gucken wir uns jetzt in einem Experiment noch schnell an. Der Roboter steht irgendwo, erkennt seine Umgebung, vergleicht diese Umgebung mit seiner Karte und jetzt soll er einmal fahren. Das macht er jetzt und wir machen einige Ausweichübungen. Die erste Übung ist hier, er weicht einer Kiste aus und ihr seht jetzt, wie der Roboter umplant, da ist es passiert und dann um die Kiste, die jetzt immer deutlicher wird über den Scanner, herumfährt zum Ziel 1. Jetzt eine Ausweichung in einer Firma. Er weicht einer Kiste auf, die ganz plötzlich in den Raum geschoben wird. Und jetzt muss er ganz schnell auf einen optimierten Weg gehen. Ihr könnt da zum Beispiel an eine Gabelstaplerstraße denken. Also nehmt an, ihr habt rechts Gegenverkehr und der Roboter soll immer auf seiner Seite eben rechts fahren, damit eben von ihm aus gesehen links der Gabelstapler fahren kann. Das ist eine reale Situation. Jemand überquert hier beispielsweise ein Paketbote den Flur und der Roboter hält an und erkennt das. Das könnt ihr euch auch als Ampel vorstellen. Das hier oder als Zebrastreifen. Das hier ein komplettes Umplanen. Die Türe ist zu. Der Roboter erkennt mit seinem Laserscanner, dass die Türe zu ist und er plant komplett um und nimmt einfach einen anderen Weg. So, da kommt er jetzt gleich in seinem Ziel an und jetzt als letzte Übung können wir noch sehen, dass er auch komplett dann umplanen kann und optimieren kann. Das heißt, wenn jetzt sein Ziel links liegt, dann fährt er nicht durch die Türe, durch die er gekommen ist, sondern er plant komplett um und nimmt den kürzesten Weg. Ganz interessant ist jetzt, es gibt, und das ist eben hier zu berücksichtigen, es gibt jetzt keine Verbindung mehr zu irgendeinem Rechner. Die Maschine ist in keinster Weise fremdgesteuert, sondern die Maschine agiert komplett autonom. Interessant ist auch insgesamt, dass sowohl die Kartierung, also die Entstehung der Karte, als auch die Lokalisierung mit derselben Sensorik erfolgt. Und immer wieder die Frage, in unserem Fall hier, nimmt diese Plattform, integriert diese Plattform die neuen Informationen der Umgebung nicht in die Karte. Man kann aber davon ausgehen, dass die Fahrsysteme im Automotive-Bereich das tun, das heißt also das Google Auto bzw.
der Scanner, die Scannerdaten werden im Grunde genommen genutzt wieder, um möglicherweise die Karten durchgängig zu optimieren. Gut, das war so ein kleiner Einstieg in das autonome Fahren. Und zwar, ich gehe noch mal ganz zurück zu unserer ersten Folie-Variante, die hier ganz rechts dargestellt, über eine Detailkarte komplett autonom. Diese Variante nennt man die evolutionäre Variante oder die wird so bezeichnet, weil man hier davon ausgeht, dass sich die Fahrassistenzsysteme weiterentwickeln und schließlich zumindest zum teilautomatisierten Fahren führen.